Die Duftrebelle. Hello and welcome back to the Duftrebellen Podcast. With me, the Julian and the other one, the Andre. He's the Duftrebell number two. Hello and welcome, Andre. Hello and welcome, Julian. My name is Andre, and I am Andre from the Duftrebellen-Podcast. Yes, I speak with you today uh, over uh, Perfume. Okay, over and out. Uh, Roger, dead. Okay. <laughs> Roger and dead out. Yes, hallo an alle. Auch Perfect. von mir nochmal Schön. auf... Uh, auf äh, der Heimatsprache, sage ich mal so. <laughs> Auf Kirillisch. Kirillisch, was? <laughs> <laughs> Bliat. Nach. Nee, das oh, lieber oh, nicht. Oh, 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 böse, böse. Das müssen wir jetzt. Das, das durftest du nicht sagen. Was? Bliat? Pl nee, das andere Wort. Ja, das habe ich ja auch jetzt abgebrochen. <laughs> Julian, wie geht's dir? Äh, mir geht's wieder gut soweit. Ähm, ich weiß ja nicht. Ob ihr es noch wusstet, aber ich hatte ja den Fledermaus-Schnief in der Nase mhm. und der ist jetzt langsam wieder verflogen und jetzt hat sich wieder die Fledermaus von Zoologista breit gemacht, ah. was ich noch besser finde, weil das Ding rieche ich jetzt wieder und generell rieche ich wieder. Äh, ja, hatte ich ja ein bisschen Probleme gehabt in den letzten Monaten, Wochen, mhm. Folgen, wie auch immer und jetzt kann ich auch wieder äh, deine Haare riechen André. wenn <laughs> du dann mal wieder hier in der Nähe wärst. Wonach duften meine Haare denn? Nach eklig. <laughs> Vor allem das macht dich irgendwie so <laughs> zu einem Creep Julian, ey, dass dir das als erstes einfällt. <laughs> mir fällt ja. dann mir fällt dann Roman ein. <laughs> Welcher? Naja, ja, das Parfum. Ach so, ja stimmt. Ja. Aber so gut werde ich niemals Mehr riechen können. Alter Schwede. Meinst du, du hast äh, bleibende Schäden? Nee, ich, ich konnte ganz ehrlich, ich konnte noch nie wirklich gut riechen. Also, nett, dass ich mich erinnere. Ich habe übrigens den Eindruck, dass es bei mir auch so ist, und ich glaube, viele Menschen denken das. Ich weiß nicht warum, aber wir sind ja auch mit vielen Tieren so. Per du wollte ich gerade sagen. Nee, eigentlich wollte ich erstmal down sagen, um wieder zum Beginn unseres äh, Podcast-Folge zu kommen. Wir sind down mit Tieren. Wir sind down mit Tieren, wir sind halt gut mit Tieren und wir sehen so, Hunde riechen gut, Katze riechen gut, äh, keine Ahnung, meinetwegen, Vögel können auch gut riechen, wenn sie wollen. Und wir sind dann halt eher so, ja, nicht mal unterer Durchschnitt. Also wir sind echt eher schlecht, was das angeht. Aber es reicht ja für die Dinge, die wir brauchen, nämlich zu riechen, wenn sich jemand nicht geduscht hat in der Supermarktschlange. Oder aber, wenn plötzlich ähm, eine Tankstelle hinter dir in die Luft fliegt. Und, ähm, <laughs> und du das Benzin riechst. Und, und du dann riechst so, hm, das habe ich gerochen. Hm. Ja. Hoffentlich ist das kein Forscher für irgendjemand von uns. Nee, ich glaube nicht, aber dann wärst du ja auch übelst taub, oder? Wenn du das nur riechst und nicht <lacht> hörst. <lacht> Liebe Leute, das ist nicht zum Inhalieren gedacht. Ja, wobei Benzingeruch ist echt geil, muss ich sagen. Ja, das Immer ist nicht noch. Wirklich ne? geil. Das ist, ey, das ist so gut. Ich frage mich, warum wir Menschen oder die meisten Menschen das so geil finden. Ähm, weil ähm, da, da, das kann ich dir ganz klipp und klar nicht beantworten. <laughs> Für den Moment hast du mich gehabt. <laughs> oh, ich <second>. mich auch. <laughs> ja, war gut, war gut, ja. Ja, Julian, äh, mittlerweile sind wir dreistellig. Wie es der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat. Ich meine, die letzten Folgen haben sich ja nur noch darum gedreht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und alle Kommentare, für die wir uns an dieser Stelle übrigens ganz, ganz lieb bedanken möchten. Äh, ja, auch von mir danke. Ich dachte, da kommt jetzt noch was von dir. Ja, ich wollte sagen, wir haben alle gelesen. Achso, und auf fast alle beantwortet? Ich würde auch so? sagen, 98% beantwortet, wenn ausgerechnet, wenn dein Kommentar nicht beantwortet wurde, dann schreibe jetzt unter dieses Video und, <laughs> und wir werden weiterhin nicht beantwortet. <laughs> Irgendjemand wird sich darum kümmern. Monika Babsi, unsere Praktikantin wird sich darum kümmern. Ja, Monika Babsi, auch äh, an dich liebe Grüße hier nochmal. <laughs> liebe Grüße. <laughs> und <auch> natürlich dann <laughs> buxtehude Kreppel, Beck. Oh, damn boy. Oh yeah. Also, oh. ich liebe buxtehude Kreppel, Back, weil die machen die besten Berliner dort. Ist das so? Ja ja Kreppel halt. Ah, ah. Kreppel sind Berliner auf ja. hessisch. Kreppel sind die Cousins und Cousinen der Krapfen. Krapfen? Äh, hat das was mit Kapfen zu tun? Nee, Krapfen. Nee, das, das ist ein Gebäck. Das ist auch ganz komisch, also. ne? Also, es gibt so viele verschiedene. Also alle Dialekte, die wir in Deutschland besitzen, haben sich eine Sache wirklich zum Hauptproblem gemacht, nämlich irgendein Gebäck in drei verschiedenen <laughs> Wörtern zu beschreiben. Es, es gibt ja. alles in allem. Also das ist keine Ahnung, stimmt. du müsstest ein eigenes Wörterbuch haben, um jedes stimmt. Gebäck in jedem Dialekt, in jeder Aussprache, in jedem Bundesland, in jeder traditionellen Bäckerei irgendwie benennen zu können. Das stimmt. Kennst du kennst du übrigens Pfö Pfötchen? Nee, Pförtchen. Nee. Pfö ich glaube, wie heißt das? Doch, ich glaube, das heißt so. Und das ist irgendwie sogar holländisch, ja. Also da, da kommt auch noch einiges her. Das sind so kleine, kleine, äh, wie heißt das? Ähm, so Pfannkuchenmäßige, kleine Dinger, die so einen Durchmesser von einer fünf Markmünze haben oder so. Okay. Ja, also sind ganz klein und die sind ganz schnell weg und die heißen Pf Pförtchen, Pfötchen, irgendwie sowas. Ja, ja. Also, das waren meine fünf. D-Mark dazu. Was, was ich jetzt letztens im Süden kennengelernt hatte, das kannte ich vorher auch nicht. Ähm, ich meine ja, Weiber Fastnacht ist ja jetzt bald, glaube ich, da. Oder es äh, ko ja, kommt jetzt, glaube ich, ähm, wenn wir das jetzt aufnehmen. Und da gibt es diese sogenannten ähm, Fastnachtsscherbli oder wie man die nennt. Das sind so, das ist so ein Gebäck, das ist ganz, ganz dünn, das wird dann ähm, frittiert und das wird dann nochmal mit Puderzucker überstreut. Jetzt okay. werden wahrscheinlich die Leute, die sich damit richtig auskennen, mir den Marsch blasen, weil sie sagen, das habe ich falsch ausgesprochen, das wird nicht so genannt, die Aussprache war falsch, das Wort war falsch. Ihr habt alle recht, ähm, auf jeden Fall habe ich es jetzt kennengelernt, ich muss damit noch warm werden, aber letztens durfte ich die probieren und die sind ultimativ lecker. Aber wenn die, die sind ganz dünn oder was? Die sind richtig dünn, genau. Und ich weiß, irgendwann mal in Österreich habe ich die auch gegessen, da habe ich die auch probiert und da waren die sogar noch frisch gemacht und warm. Boah. Und da hatten, und jetzt kommt der Punkt, in Österreich wurden die ganz anders genannt, wie sie hier bei uns im Süden in Deutschland genannt werden. Und ich wette mit dir, irgendwo in der Mitte und im Osten und im Norden gibt es die auch und die haben wieder einen anderen Namen. Es ist praktisch alles so ziemlich dasselbe, vielleicht so ein kleines bisschen anders gemacht. Aber am Ende ist es ungefähr dasselbe Gebäck, aber 80.000 verschiedene äh, Begriffe dafür. Ja, da, das sehe ich ein. Und auch in Japan gibt es das wahrscheinlich. Und da heißt es dann. Genau so heißt es. Aber weißt ja. du, was das Schöne ist? Und zwar nee. haben die alle eine Sache gemeinsam: mhm. Die riechen alle identisch, nämlich nach Puderzucker und frischem Gebäck. Ja, je nachdem, wie man es bestreut. Gell? Und das also, ist schon geil, muss ich Puderzucker sagen. Puderzucker ist schon nice, aber Zimt ist noch nicer. Ja, stimmt, stimmt. Wobei Zimt ja wieder stärkeres Aroma hat, aber wenn du Puderzucker so irgendwo ganz dünn drüber streust und das dann so riechst, bevor du da reinbeißt, aber am besten nicht zu stark riechen, sonst. Ja, ich hab da auch immer Schiss, dass wenn ich zu stark rieche, dass das in meine Lunge kommt und ich irgendwann dran sterbe. Ja, okay, ja, stimmt. Weil, weil einfach fucking Puderzucker in deiner Lunge ist, hallo? Stimmt, das, eigentlich das ist das viel ist gefährlicher. Gefährlich. Ich frage mich, warum jetzt meine größte Sorge gewesen ist, dass du dich dann in dem Moment umdrehst und aussiehst wie dieser... Ähm wie Christoph Daum. Sehr gut gesagt, sehr gut gesagt. Okay, liebe Kinder, Finger weg von Drogen. Ja, und Puderzucker. Und, und Finger weg von Puderzucker. Wobei. Zucker ist ja auch eine Droge, gell? Ja, sogar die, sogar die schlimmste eigentlich, ne? Ist eigentlich die schlimmste, gell? In den 60ern wurde Zucker noch gesagt, Zucker ist gesund, gell? Da war ja, aber ja. die Zuckerlobby so riesig. Und ja, deswegen... da haben die die ganzen Werbespots verdreht. Ja, ja, ja. Das stimmt. Die begrüßen euch. Ähm, Schnitte, die mit Milch ist. Milchschnitte, die mit Milch ist, ja. Nein, ich <laughs> sagte Schnitte, die mit Milch ist. Ach so, oh. Du hast das Wort jetzt gesagt. <laughs> ich dachte, du, wärst Julian, du hast uns jetzt in den Ruin getrieben. Ja, aber auf jeden Fall, da ist sehr viel Milch und Proteine und so drin in der äh, Schnitte mit Milch. Deswegen, Kinder, essen die viel und gerne. Ja. Aber glaub, äh, lass mir was übrig. Ich glaube, du wurdest auch von der Lobby bezahlt. Äh, ja, Fruchtswerke-Lobby hm. vor allem. Julian, wofür wir nicht bezahlt wurden, ist mein Duft des Tages. Du wolltest das jetzt einfach, einfach raushauen jetzt, gell? Ja. Und ich du wolltest getan. jetzt nicht mehr auf meine Fruchtswerke eingehen, weil ich, nee. ich liebe Fruchtzwerke und ich bin damit groß geworden und deswegen, und, und auch so äh, muskulös, wie ich jetzt bin. Ey, verstehst du? Den, den doppelten Sinn, du bist damit groß geworden und du bist damit groß geworden. <laughs> ja. Alter Schwede, ey, ey. Alter. Boah. Ey, du, du, bist, du bist so weiß wie ein 7000 Jahre alter Mann. <laughs> Ohne Scheiß, ey. Du solltest Philosoph werden. Aber was ist denn dein Duft des Tages heute? André? Mein Duft des Tages, den kennst du. Und zwar ist, ist ein Duft aus dem Hause Zoologist. Wie könnte es anders sein? Ach. Und zwar ist es der Koala. Och, der Koala, der ist, der ist goldig. Ich habe den Koala, hab genau. Ich habe den <laughs> Koala äh, kaufen dürfen, können, müssen, als ich ihn gesehen habe. Und darf ihn jetzt mein eigen nennen. Warst du, warst du gerade da in Neuseeland oder wo die? Ja. Australien. Ich bin da extra hingefahren. Hab Victor ja. Wong vorher, vorher noch gefragt äh, nach dem Weg. Der hat mir mhm. gleich gesagt, wo, wo ich da hin muss. Hat mir auch noch ein gutes Restaurant da um die Ecke empfohlen. Mhm. Mit äh, Kängurufleisch? Nee, der sagte, das äh, darf man da nicht essen. Ähm, nee, nee. Die, die also. essen Aale. A alle Aale? Die essen Aale weg. Ah. Genau. Okay, ja. In okay. bin ich dann dahin gefahren mit dem Kanu, ähm, habe dann dort im Shop den Koala gekauft und bin dann natürlich wieder zurück. Ja und jetzt bist du hier, um davon zu berichten, dass du ihn heute das erste Mal draufgesprüht hast. Nicht schon das zweite Mal, das erste Mal glaube ich vor Wochen. Und ich muss sagen, was mich an dem Koala so sehr in seinen Bann gezogen hat, bevor ich ihn gerochen habe, war dieses ähm, grüne, aber mentholige. Also dieses ätherische. Also so die ätherischen Öle mhm. sollten ja so ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Frei nach dem, was ein Koala in der freien Natur ist, Nämlich das ganze Grünzeug, Eukalyptus. Und ich muss sagen, wenn du ihn aufsprühst, dann hast du da auch einen Vibe von. Also Eukalyptus und Menthol ist definitiv vorhanden. Er hat auch in der Kopfnote so eine leichte Honignote. Allerdings wird er später sehr, hm, seifig. So im Dry-Down, wenn es so zu Herz ja. ja, so so und Basisnote übergeht. Ich finde es nicht schlecht, aber irgendwie stört dieses Seifige ein bisschen. Ja. Dieses Seifige ist ein bisschen dann am Ende kombiniert mit so einem muffigen, was ein bisschen wieder so an das Fell erinnert von so einem Tier. Ist aber ansonsten ein schöner Duft. Also ich muss sagen, gerade so diese Kombination aus Eukalyptus, Menthol und Moschus gefällt mir. So ein ganz leichter, süßer Kick ist auch mit drin. Ja, also mein lieblingszoologist duft wird es definitiv nicht. Aber es ist interessant, ihn mal probiert zu haben. Ja, ich muss auch sagen, der Koala, den hatte ich damals zu Release. Wann war denn das? Vor drei Jahren, kann das sein? Zwei, ja, zwei Drei 2020. Jahre, ja. 20, so. ja, dann drei Jahre. Ja, ja. Da habe ich den gerochen und... Dann ist er mir auch direkt wieder aus der Nase raus. Also, ich war kein Fan, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der jetzt riecht, ja. mittlerweile. Hm. Also, der ist nicht im Gedächtnis geblieben und finde ich schade, weil irgendwie ich finde, Zoologist macht bessere Sachen, wenn die die, die äh, Stinkbomben einfach da hm. rausholen. Ja. Also, die stinkischen Tiere, sage ich mal. Ja. Ja. Also, das, der Konzept. An sich ist ja immer noch da bei dem Koala auch. Gell? Und ja, aber weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen eine Low-Hanging Fruit beim Koala. Einfach so, ja, wir brauchen Eukalyptus und Menthol und zack. Ne? Und vielleicht das Fell noch ein bisschen dann am Ende, aber weiß ich nicht. Ja, ist mir stimmt. ein bisschen zu simpel gewesen. Ja, das, das, das trifft eigentlich auf den Kopf. Also so ein bisschen zu simpel. Ähm. Die Problematik ist halt hier, du hast zwei Seiten oder zwei Säulen. Die eine Säule ist halt dieses, wie du meintest, dieses stinkige und muffige und wir scheißen drauf, wie es ankommt, Hauptsache. Wir treffen dieses Tier und seine Umgebung, das wir nachahmen wollen, wirklich so, wie wir das für richtig halten. Und es muss aber auch auf der anderen Seite irgendwie noch ein bisschen gut riechen. Und ich finde, was zum Beispiel bei Makaken und auch bei der Fledermaus oder aber auch bei der Biene meiner Meinung nach sehr gut funktioniert hat. Beim Koala geht so ein bisschen dieses, dieses Seifige, das geht mir so ein bisschen auf die Nerven. Das gehört da meiner Meinung nach nicht rein. Jetzt kann man das vielleicht so ein bisschen anders riechen, wenn, wenn ich eine andere Person wäre. Und natürlich gibt es irgendjemanden, der das anders riecht, der das anders interpretiert. Und dieses Seifige deswegen auch nicht so wahrnimmt, wie ich es wahrnehme. Aber dieses Seifige, ich sehe dann dieses Koala, wie es dann beim Ritter von Parsifal in der Dusche hockt. Und, 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 und das, das Koala gehört halt nicht in die Dusche, sondern das Koala gehört halt in den, weiß ich nicht, Regenwald, beziehungsweise in die Umgebung, wo es eigentlich halt sitzt. Und das ist halt schmutzig und dreckig und nass und kalt und vielleicht auch mal warm und muffig. Da ist halt keine Seife drinnen, die, die gehört da nicht hin. Ja, ja. Wobei, vielleicht wäscht sich der Koala gerne. Vielleicht, ja, vielleicht macht er hier den nächsten Phasensprung in seiner Evolution und äh, wäscht sich bald und fängt dann auch an zu telefonieren. Wer weiß. Ja, ja, und äh, macht dann irgendwie Aktienhandel und so ein Kram. <lacht> Podcast Podcasts. <laughs> ja. <laughs> ja. Weiß man ja nie. Das stimmt. Ähm, aber, nicht, aber ansonsten gefällt er mir. Aber es ist kein Duft, den ich jetzt auf Krampf behalten wollen würde. Ja, also. Es sind, es sind schon bei Zoologist kommen jetzt so ein paar Sachen halt immer wieder raus, wo die Tiere halt gar nicht so den, ähm, ja, sag ich mal, wo die gar nicht die Basis haben, stinkig sein zu können. Ergibt dieser Satz Sinn. Ja, Egal. ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also, also Tiere, so die jetzt Gefällige Tiere. Einfach. Genau, richtig. Ja. Sehr gut, sehr gut gesagt. Ja. Und ähm Finde ich schade, weil ich, ich stehe halt einfach auf diese extremen Stinkbomben. Mhm. Also ist jetzt mein Ding, ja. Zoologist, klar, dass sie gefälliger werden wollen. Das ist so wie bei, bei Bands, ja. Wenn sie bekannt werden, dann hört man sie nicht mehr, so in der Art. Aber ähm, nee, so ist das bei mir jetzt mit Zoologisten nicht, weil ich gebe denen immer wieder eine Chance einfach. Und. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so up to date bin, so die letzten Releases hatte ich tatsächlich nicht alle gerochen. Und äh, der letzte Release, der mir wirklich in der Nase geblieben ist, war wirklich die Snowy Owl, muss ich sagen. Mm, ja, würde ich das dir war, zustimmen. War so mit die beste noch. Die Kuh, die war total langweilig. Die Biene fand ich auch langweilig, aber auch gut, aber langweilig. <laughs> aber auch gut, aber langweilig. Aber auch Ja, gut. Ja, ja. Und ja. was hatten sie noch? Dann äh, Koala halt auch, gell? selber im selben genau, der, der ist Ja, Genau, der ist ja eh noch ähm, älter, der Koala. ne? Ja, ich ja. glaube, der Cockatiel, der ist ja auch relativ neu gewesen. Oh ja, der, aber das ist ja auch nur ein Parfüm, was äh, sich auf ein, andere, auf ein anderes Parfüm, äh, ja, wie soll ich sagen, was darauf basiert. Genau. Also dieses Parfüm gibt es ja schon, nur ja. jetzt unter diesem Namen. Aber dann wäre eine der Neuerscheinungen der Kardinal. Ja, da gar keine Ahnung. Genau. Das <laughs> Ehrlich ist, gesagt. Wo du gesagt hast, ne, zum Beispiel, den hast du vielleicht doch jetzt noch nicht gerochen. Ich nämlich auch nicht. Ja, ja, ja. Richtig, ja. Auch der der ähm, Skarabeus, den würde ich auch gerne mal riechen. Oh, uh, stimmt. Ähm, den habe ich sogar hier. Was? Nein, echt? Yes. Wie riecht das Ding? Oh, soll, soll ich jetzt mal, sollen wir mal eine kleine Mini-Riechprobe äh, on air machen? Ja, mach mal. So. Ja, ich habe ich hab ein paar Neuerscheinungen hier bei mir liegen. Äh, da kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal drauf zu sprechen. Aber Oha. heute erstmal der Koala und hier der Sacred Scarab. Genau. Richtig. Von Zoologist. Oh, ich mach mal auf. Uh. Du hast den noch nicht gerochen gehabt nee. vorher. Nee, nee. Ich wollte okay. mir das aufsparen. Ich wollte wollt mir das aufsparen und ich wollte das wirklich mal on air machen. Mhm. Entweder bei einer Riechprobe oder wenn sich der Moment bietet, so wie jetzt. Oh ja. Okay. Ich muss aber noch mal kurz hier mir was bereitlegen, um den im schlimmsten Falle mal gleich irgendwo aufzusprühen. Oder soll ich, soll ich, soll ich auf die Hand machen? Mach auf die Hand, Mann. Live und direkt. <laughs> Julian ist so richtig so. Live und direkt. Tu es. <laughs> mach <laughs> es, <unser> André. <laughs> ja, komm schon. Okay. Ähm, dann let's go. Warte. Oh. Okay. okay. okay ich hab aufgesprüht. Ja. Riecht es nach Mistkäfer. Pass auf. Und go. Wir starten jetzt. Boah, das hat was ganz leicht. Frisches, zitrisches. Was? Alter. Ey, da ist nichts muffig dran. Was? Hä? <laughs> Ey, das ist die richtige. Nee, da ist nichts Muffiges dran. Hätte ich mir jetzt irgendwie gar nicht so vorstellen können. Ja, ich, warte, ich muss mal. Also da ist irgendwas Zitrisches drinnen. Ja. Ähm, was rieche ich noch aus? Irgendwas Süßes? War das, ähm, was war nochmal in dem One Million Lucky drinnen? War das. Ähm. Boah, hier, nicht Pflaume, sondern. Was war nochmal diese andere Frucht, die so ähnlich war? Feige! War das Feige, Feige ist oder Pflaume? Dann ich würde jetzt einfach mal sagen bisschen, ja weiß nicht, bisschen Moschus vielleicht, aber das ist jetzt nicht der Moschus, den du vergleichen kannst mit dem beim ähm, Makake zum Beispiel. Ja. Also da liegen Welten zwischen. Das ist kein fälliger Moschus. Ja. Ne, Im Sinne von Fell, sondern eher anders. Ja, der, der, der riecht sehr sehr zitrisch, sehr grün. Ähm der riecht gut, Alter. Also der riecht überhaupt nicht muffig, überhaupt nicht unbekömmlich. Krass. Also ich weiß, Julian, du hörst das ja ungerne. Aber das könnte... Ja. Das, was ich hier rieche, das könnte echt fast ähm, ein Duft sein, den du aufsprühst, um ihn zu tragen. Oha. Ja doch, auf der Abfüllung steht Sacred Scarab. Das ist er. Also was ich hier an, den, an der Duftpyramide hier lese, Alte Hüte ist da drin. Okay. Dann die Zitrone. Ah! Ha. Pflaume tatsächlich. Uh, okay, also nicht die Feige. Ja, und Rosine. Das Dann noch ist ja interessant. Wein. Wein ist da auch drin. Riechst du Wein? Boah, es könnte sein. Könnte sein, ja. Mm -hmm. Ja, gut, Moschus ist eh, eh eigentlich immer drin, gell, auch hier. Ja, das, äh, ja. Ja, aber, äh, was assoziierst du eigentlich mit, mit so einem Skarabäus? Eigentlich doch hier Ägypten, die Mythologie und so weiter? Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, ne? Und das, ich wusste sofort, dass sich das triggern wird, weil, hm. Wobei. Deswegen, jetzt, hm? Ja, ich finde das dann auch wieder eher seltsam. Ich, ja, wie gesagt, ich habe es halt noch nicht gerochen, gell, aber so von deinen Erzählungen jetzt her. Hm. Okay, warte mal. Kopfnote ist jetzt langsam weg. Langsam kommt Herznote durch. Der Boah. wird schon, der wird schon ein bisschen würziger. Der wird schon so ein bisschen muffiger, aber hm. es ist immer noch nicht dieses Fellmuffig. Dieses Fellmuffige, was du bei anderen Zoologiestiften hast. Also, wie soll ich das sagen? Bei so einem Fell von so einem Tier da, kann, da können sich ja auch viel mehr Duftstoffe festsetzen und festhängen. Und das hier ist eher so eine Muffigkeit auf einer glatten Oberfläche. Weißt du, also die, die ist schnell auch weg. Die, ja. keine Ahnung, so, stell dir vor, Regen spült die schneller weg, wie wenn es sich irgendwie im Fell verhängt, wo das Fell dann halt mal nass werden kann, aber es Luft trocknet dann wieder und dann ist es wieder muffig. Mhm. So kann man es vielleicht eher beschreiben. Ja, Wein könnte sein. Hm, alte Hüde, bin ich ganz ehrlich. Leicht blumigen Touch könnte es haben. Aber ansonsten. Hm. Also bist du jetzt auch nicht so begeistert im Sinne von Konzeptduft oder einfach von der Tragbarkeit her, meine ich. Von der Tragbarkeit bin ich begeistert. Also hm. würde ich sogar sagen, wäre jetzt meiner Meinung nach der bisher tragbarste Zoologist. Ach was. Aber. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch wie viel zwei Minuten auf. Das ist jetzt nur eine, so eine One-Shot-Statement. Ja, ja, ne? Das kann natürlich sein, in der Stunde rieche ich den und denke mir, pur. Ja, ja. Nochmal ja, schnell Julian schreiben. <laughs> Kauf ihn <laughs> dir schnell, er ja, super. Ja, ja. Und jetzt kommt der Punkt. Du hast gerade so ein schönes Zauberwort gesagt, ägyptische Mythologie. Also ich weiß nicht, was der Sacred Scarab, also der heilige Pillendreher in der ägyptischen Mythologie, äh, was dem zugesprochen wird, wonach der riechen soll, ob der irgendeine traditionelle oder mythologische Bedeutung hat. Vielleicht äh, gibt es da Dinge, weißt du, die sich der Parfum ja. gedacht hat, während Na er ja. es entwickelt hat. Nur wir sind jetzt gerade äh, blauäugig und wissen das nicht. Ja, also klar, falls, das, falls jemand ja. von euch, der das gerade hört, da mehr zu weiß, gerne die Kommentare. Das würde uns wirklich brennend interessieren. Aber weil weil die, die Ägypter haben ja auch sehr viel mit, mit äh, Rauch und so weiter ne, gemacht. Und ja, eben. eben auch, auch, auch mit Stoffen. Auch mit Wein. Haben die nicht auch irgendwie die Toten oder so, war Wein nicht sowas wie so eine Art ähm, Beigabe, wenn die tot waren oder so? Ich oh, bin das, mir da nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die auch Bier hergestellt haben schon damals. Na, ich meine, wenn es eine wichtige Errungenschaft in jeder Zivilisation gibt, die unabhängig bei allen eingetroffen ist, dann ist es das Fermentieren äh, oder das äh, hier Produzieren von Bier. Äh, ja. Und das Einlegen von Sauerkraut. Oh, ja. <laughs> Random Fun Fact in Comic. <laughs> Schön. Boah, ja, also ich muss sagen, Sacred okay. Scarab gefällt mir. Okay, das. Äh bin ich trotzdem mal gespannt. Also wie ja. gesagt, ich würde die letzten Releases auch trotzdem gerne mal riechen. Und ähm, ja, wie gesagt, das alte Packungsdesign war natürlich immer noch am besten. Das neue, das oh, äh, ja. ist nicht so. Aber das spielt halt auch da noch mit rein in die Bewertung, muss ich sagen. Ja, jetzt muss ich es auch sagen: kleiner Funfact nebenbei, den Koala habe ich mir tatsächlich in der alten OVP. Geschossen. Oh, ja. Junge, ey. Also ich muss sagen, der steht hier gerade neben mir und da läuft mir die Saba runter. Alles klar. Gut, gut. Was, was ist jetzt eigentlich aus deiner äh, Mr. Aus-Dings da geworden? Ich habe tatsächlich also. so gut wie alles verkauft, was ich bis zu dem damaligen Zeitpunkt besessen hatte. Es sind fünf oder sechs Düfte übrig geblieben und alles andere war weg und jetzt habe ich konnte ich halt so einen Schlussstrich für mich ziehen, wo ich gesagt habe, ähm, es gibt so Düfte, die habe ich verkauft, das bereue ich gar nicht. Zum Beispiel der ähm, La Bam, Rasasi, den habe ich verkauft, bereue es bis heute gar nicht. Es gab so ein zwei Angebote bei Parfumo, wo ich mir dachte, oh kaufe ich mir wieder, aber dann dachte ich mir, hm, nee, das hat für mich keinen Mehrwert mehr. Ja. Also, ich bin mit dem halt durch. Ja. Black Afghano leider auch. Da muss ich sagen, ich gucke hin und wieder noch bei Parfumo nach dem Black Afghano, aber aus einem Grund. Wegen dem Bett. Richtig. Und zwar ja. hat da uns auch ein Kommentarschreiber auf YouTube letztens gefragt, warum der derzeitige Black Afghano bei ihm nicht so stark hält. Der hat halt auf das Video reagiert äh, mit dem Aufhänger von uns, das stärkste Parfüm der Welt, ne, wo ich gesagt habe, Black Afghano ist halt schon einer der stärksten Parfüms, die ich so mhm. kenne. Und äh, er hat halt gemeint, bei ihm hält er gar nicht. Und dann haben wir halt auch geschrieben, das liegt halt einfach daran, dass die Batchcode-Geschichte da auch wieder total äh, trifft. Und du brauchst mhm. halt wirklich die alten Batches. Und jetzt mal ein kleiner Tipp von mir. Ich habe mich da nämlich ein bisschen reingefuchst und ihr erkennt die alten Batches daran beim Black Afghano, dass die Flüssigkeit grün ist und nicht violett. Oha. Das ist ein ganz, ganz starker Hinweis. Das bedeutet, wenn ihr Parfum kauft, also den Black Afghano jetzt in diesem Sinne, und ihr seht, die Flüssigkeit, die ist nicht violett, wie es in den neueren Batches ist, sondern die ist wirklich grün, dann sind das die ganz alten, richtig starken Batches für die der Black Afghano so berüchtigt gewesen ist. Was ich auch damals in äh, Goslar getragen habe, wo ich wirklich drei Tage lang nach dem Zeug gerochen habe. Se selbst nach dem Duschen noch. Ja, ja. Genau. Das, oh, ja. Ja. Deswegen, ich habe ja noch diese ganz kleine Abfüllung von dir und die ist halt auch noch triefend grün, die ich bei mir habe. Die habe ich zum Beispiel auch noch behalten, weil das ist halt der alte Badge und du machst die ja. Kappe auf und du denkst wirklich, du wirst von der Lawine überrollt. Ey, das ist ja auch ein. Ein bisschen Duft-Rebellen-Geschichte, gell? Ist es Ding, auch, da. ja. Das wird irgendwann mal ausgestellt in buxhude Kreppelbach im Duft-Rebellen-Museum. Ja, ja, ja. Müssen wir mal dran arbeiten. Wir haben ja schon ein paar äh, Kontakte aufgebaut, gell? Müssen wir mal ein bisschen hinterher sein, bitte? Auf jeden Fall. Aber ich meine, wir haben ja auch etwas, was wir denen demnächst ähm, vorstellen möchten, beziehungsweise was die dann auch ins Museum stellen müssen. Ne, ähm, da werden wir euch demnächst noch was zu verraten. Ja. Genau. Ja. Aber. Um, um jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen, ich habe so ein paar neue Sachen gekauft. Das werdet ihr oder wirst du jetzt auch in den nächsten Folgen erfahren. Wir werden da vielleicht mal ein bisschen zusammen reinschnuppern. Ja, aber vieles Alte verkauft. Und was ich gemerkt habe, leider, dass ich viel weniger Interesse an Designerdüften habe oder Designern generell und äh, viel, viel mehr Interesse an bestimmten Nischendüften habe. Allen voran Zoologist oder aber auch Nasomato. Junge, du bist angekommen. Ja, Endlich. ich wusste, dass du das sagst. Endlich bist du da, oh Mann, wo ich dich Mann. haben wollte. Nein, Nach wie vielen Jahren? Julian, ich will nicht. <laughs> ich, ich will, ich will, ich, weißt du, der, der Duftadel, ne? An ja. dieser Stelle liebe Grüße an den Duftadel. Wir wissen, ihr seid auf Parfume unterwegs und hört auch manchmal hier rein. Der Duftadel ist für mich so ein bisschen wie die, na, wie heißt der Geheimbund nochmal? Ähm, Illuminaten? Ja, Illuminaten bzw. die Freimaurer. Das ist der Duftadel für mich in der olfaktorischen Welt. Weißt du, und du hast dann so Rituale, wie du aufgenommen wirst. Wahrscheinlich wird mir Julian irgendwann mal sagen, wie das abläuft, was man da machen muss. Oh, ich hab keinen Bock, ey. Ich hab keinen Bock, zum Duftadel zu gehören. Nicht mal, nicht mal halb bluttechnisch oder so. Ja, gut, aber wenn man doch. Ich sag's mal so. Oh nein. Es ist ja eigentlich auch wie bei der Musik, gell? Du hast <laughs> angefangen, du hast, du hast immer so eine Grund, was, sag ich mal, eine Grundtendenz gehabt zur gitarrenlastigen Musik. Weißt du, hörst du Rock, hörst du gern ja. Rolling Stones und so. Ja, ja. Und hast aber so gemerkt, Musik ist schon ein Ding, ja. Du willst dich mehr eigentlich mit Musik an sich befassen. Dann nimmst du natürlich die Tendenz, wo du bist, ja. Ja, was dir gefällt in dem Fall Rockmusik und gehst einfach mal tiefer und dann kommst du dann zu diesen ganzen Sparten so 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 weißt du dann fängst mit Hardrock an dann geht's weiter zum Metal und dann mhm. von da aus zum Black Metal vielleicht wenn du ein ganz cooler Typ bist und dann geht's irgendwie noch noch tiefer gell? und so mhm. ist das ja jetzt auch mit dem Parfüm weißt du hast du gesagt ja hier Parfüm ist schon ganz cool ganz nett ich mache mal einen Podcast und so nach Jahren denke ich mal komm Geh ich mal ein bisschen tiefer in die Materie rein und jetzt bist du halt da, wo äh, ich dich, wie gesagt, haben wollte. Na scheiße, ja. Ja, aber ist doch schön. Ja, ja, geht so. Ja, nee, super, weil jetzt kannst du auch endlich mal The One verkaufen. <laughs> nie, nie. Der nervt. Nein, nie. The One wird für immer und ewig in meiner Sammlung bleiben. Ja, ja, ja. Da hast das du auch von. Hast du von äh, allen anderen nas und, und so hast du auch erzählt, dass also immer in der Sammlung bleiben wird? Ja, ja, ja. Hab ich? Ja, ja, irgendwann bestimmt mal. In einer der letzten 102-Folgen. <laughs> geil, ey. Oder dass du jetzt einfach mal so eine Mutmaßung in, in 100 das ist keine Folgen und irgendwo. Nein, nein. Ich, ich weiß ja, dass es so ist, aber <laughs> ich kann dir ja nicht die äh, konkrete Zeit sagen. André. Ja. Ja, mhm. gut. Darf ich jetzt auch mal reden? Eigentlich. <laughs> Julian, du darfst. Mein Duft des Tages. Na, 31 Minuten? Ja. <laughs> mein Duft des Tages habe ich jetzt ganz spontan entschieden, weil er direkt neben mir steht. Ich hatte eigentlich gar keinen. Äh, hab aber diesen hier. Letztens aufgesprüht, was jetzt auch mittlerweile drei Wochen her sein müsste. Und der, der ist irgendwie besonders, dieser Duft. Ich, ich nenne ihn einfach mal, und zwar ist das The Lover's Tale von Francesca Bianchi. Oder Bianchi. Das ist auf jeden Fall äh, Italiano. Ähm, warte, ich, ich hier. Babsi, mach mal die Aussprache. <laughs> Achso, die sagt nur den, den Namen vom Parfüm. Gell? Aber du kannst ja nachmachen. The Lover's Tale. Okay. Ähm, ja, jedenfalls das Ding hat mich fasziniert. Und ich weiß immer noch nicht, ob es gut oder schlecht ist, weil ich hatte das Teil auf meinen Arm gesprüht. Ja, ich habe die Probe bekommen, habe das dann auf meinen Arm gesprüht und habe gedacht, Alter, das das ruppt dir einfach alle Nasenhaare raus, weil das so extrem ist. Also, das Ding, das geht so in die Richtung: Leder, doppeltes Leder, Triple-Leder, <laughs> Co -co 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 Combo-Breaker-Leder. <laughs> mit, mit irgendwas anderem. Irgendwie süß. Irgendwas Süßes noch dabei. Aber. Ey, das ist so extrem, dieses Zeug. Ohne Scheiß, gell? Und das hatte ich auf meinen Arm gemacht. Und da hatte ich dann mir so ein, so ein, so ein Pulloverteil drüber gezogen. Halt, so was ich immer anziehe, wenn ich daheim bin. Wird natürlich auch nicht gewaschen, gell? Also, das, das liegt halt da und dann ziehe ich es halt immer an, wenn ich heimkomme, ziehe ich mein Arbeitstäusch aus sozusagen und ziehe dann das Ding an einfach, ja? Wie so eine Jogginghose. Nur als Hoodie, sag ich mal. So, dann habe ich das da angezogen, so, und hab gedacht, ja, okay, der, der, der Duft ist eigentlich ganz nett, der ist interessant, gell? aber dann hat er Überhand genommen und, ey, der, der ist so extrem mit der Zeit noch geworden, ich wusste gar nicht mehr, was los ist, mhm. da wusste ich halt nicht mehr, ich hab schon die Grenze überschritten, wo ich nicht mehr wusste mehr, gefällt mir das oder nervt das, <laughs> ich wusste es nicht mehr, gell? <laughs> Und ich glaube, es hat genervt. Jedenfalls habe ich dann mein Pullover-Ding da ausgezogen. Schnitt, drei Wochen später ziehe ich es wieder an. Beziehungsweise, äh, ja, es wurde halt nicht gewaschen, gell? Ja, don't judge me, gell? Drei Wochen nicht gewaschen, bla, bla, aber ich bin sauber. Ja, ist doch ein guter Monat für den Mann. Ja, gell? Und das, <laughs> das Ding, obwohl ich es auf meinen Arm gesprüht hatte damals, riecht das am am Ärmel riecht das noch so extrem nach diesem Parfüm, gell? <laughs> und das nervt mich. Ich muss das Ding jetzt waschen mittlerweile, um das endlich mal wegzukriegen, Ach, diesen du Duft. Das scheiße. Ja? Ey das, ey, das ist echt extrem, dieser. Also, das ist wirklich. Sorry, André, aber der, der grüne Black Afghano ist nicht so krass wie das hier. Halt, 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 halt. Das darfst du ja. nicht sagen. Doch. Ich, ich sag das <laughs> und ich meine das auch so. Alter, Schwede. Das, das ist. Übelster Stoff. Ohne Scheiß. Alter Schwede. Du hast ähm, in, de, in der Zaubererwelt einfach jetzt gerade Voldemort gesagt. Ungefähr ist, so bahnbrechend ist das jetzt gerade. In der Zaubererwelt? <laughs> Julian für Fort. Ja, jedenfalls, das Ding soll auch eine coole Hintergrundgeschichte haben. Also, ich kann ja mal kurz spoilern. Das ist übrigens ein Duft vom, vom Luke. Vielen Dank dafür nochmal. Oh, vielen Dank. Von, von äh, Parfümwelt, dem Podcast und auch unserem lieben Gast, der schon mal bei uns war, der ja. hat uns das zukommen lassen, also unter anderem. Und wie gesagt, das Teil soll halt auch noch eine, eine coole Hintergrundstory haben, habe ich mir aber jetzt noch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Also, soll anscheinend in die Richtung gehen, Mann und Frau. Mann ist irgendwie so kernig, dreckig oder was, und die Frau so süß und bezaubernd. Ne? Mhm. Und die beiden Welten treffen sich halt. Aber mhm. ja, also mein, mein Pullover, der schreit, sag ich mal. Der schreit wirklich und der stinkt übelst danach und es hört nicht mehr auf. Ja. Also das ist echt ein Sprüher und ihr, ihr seid durch. Da könnt ihr dann monatelang mit leben. Mhm. Ja. Vor allem, was ich mir jetzt gerade denke, bedenkt mal den Namen. Bedenkt mal dann hier mhm. Leder, Doppelleder, Leder. Ja. Denkt dran, dass jetzt demnächst Wahlendienstag ist. <lacht> <lacht> wo willst du da jetzt hin, Andrea? Ja, also ich, ihr könnt jetzt... Sel ich habe nichts gesagt. Ich, ja, ja. Ihr könnt jetzt selber denken, Stimmt, wo euch ja. eure Gedanken gerade hinführen wenn das jetzt ja. gerade unzüglich ist, ihr seid die Perversen hier. 50 Shades of Leter. <laughs> ist so, ey. Ey, das wäre echt ein guter Name dafür. Oh. Oh, also, ja, wie gesagt, wenn, wenn Sie euch mal richtig hart geben wollt, ja, könnt ihr das gerne mal kosten. Ja, kauft den Teil. Duft oder kauft Julians Pullover. Ey, wenn ihr wollt... Ich gebe den gut und günstig ab. Ein Aufschlag von, sag ich mal, 80 Prozent. 80 ja Euro Versand. Julian muss das erstmal <laughs> in die <Ja>. Folie einpacken. <laughs> ja, stimmt. <laughs> es ist ja echt so, gell? Wenn, wenn dir Sachen zum Beispiel auslaufen oder so aus dem Paket beim Versand, dann musst du die Sachen bezahlen, die beschädigt wurden. Krass. Ja, so ist das bestimmt bei dem Ding auch, gell? wenn die anderen Pakete auf einmal alle so stinken. Und das, das äh, kriecht sich noch in, in die Ritzen der Pakete rein, sodass mhm. die Artikel dann auch noch so stinken. Dann muss man das bestimmt auch bezahlen. Hm. Das kann sein. Ja, was, was heißt stinken? Also, es ist ja ein okayer Duft, aber er ist halt mir, mir ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, und ich weiß halt nicht, ob er genervt hat oder nicht. Jedenfalls, André, das war mein Duft des Tages, obwohl ich eigentlich gar keinen hatte, aber die Story musste ich noch kurz erwähnen. Es war eine schöne Story. Ja, super. Okay. Ja. Andre, was ist eigentlich schon unser Thema heute? Ey, pass auf. Unser Thema heute ist, dass der Sacred Scarab von Zoologist jetzt gerade anfängt, ein bisschen stinkig zu werden. Oh. Also für dich jetzt gerade ein Hoffnungsschimmer. Oh, geil. Die, die Sonne geht wieder am Horizont auf. Ja, auch das ist ja schön. Ja, und der Koala bleibt leider grünseifig. Mhm. Hm. Dem muss man auf jeden Fall die Seife wegnehmen. So. Auch das arme Vieh, ey. Ja. Was ist eigentlich heute unser Thema? Also, wir hatten gesagt, wir wollen mal wieder so ein bisschen drauf losbabbeln und wollen einfach mal so ein bisschen erzählen, was uns gerade so ein bisschen beschäftigt in der Duftwelt. Und leider, leider gibt es ja ähm, traurige News, was eine Ikone angeht. Ja, gut, wenn ihr, das, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich nicht mehr so eine. Hot News, sondern eher eine lauwarme News. Ja. Denn der sagenumwobene Schöpfer von One Million, Paco Raban, ist vor kurzem im Alter von 88 Jahren verschieden. Wer, wer ist das? Julian. Wir hatten ihn doch schon mal im Podcast. Also jetzt nicht persönlich, sondern seine Person. Und zwar, glaube ich, das war in einer verrucht und verrochen Folge. Und da hatten wir einen äh, der War das nicht der, der immer irgendwas mit Ufos oder was gequatscht hat? <laughs> ja. War auch das irgendwas. Genau, ja, richtig. Ja, der, also er hatte schon so ein bisschen einen Hang zum ja, Exzentrischen, also so ein bisschen so ein Hang zum, ich will nicht sagen übernatürlichen, aber so ein bisschen zum Verrückten, kann man sagen. Also, also so ein bisschen John Lesson Frakes X-Faktor-mäßig. Ja. Bei ihm war immer alles. War. <laughs> Alter, die Analogie ist geil. Gefällt mir. Bei ihm war immer alles wahr. Wie wahr sind deine Geschichten? Du? Ja. Ja. Ja, ja 88 Jahre ist er geworden und jetzt, das ist meiner Meinung nach wieder so, keine Ahnung, das, das ist so beispielhaft für sein Leben oder auch für seine Art, wie er geschaffen hat, dass er mit 88 gestorben ist. Äh, warum genau? Naja, 88 gilt doch auch so ein bisschen als hier transzendente Zahl, von wegen 8 ist die Unendlichkeit und Doppel-8 ist äh, unendlich plus 2 oder mal 2 oder schieß mich tot. Ich da hab 88 eher als ein, eine schlechte Zahl im Kopf. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, mir fällt sie ja gerade auch ein. Ähm, ja. Muss man jetzt vielleicht nicht näher beleuchten. Ja, nee, ja. Aber, äh, nee, aber so die, die liegende Acht, gell? Ja, klar. Genau. Klar, warum denn? Und warum, warum mich das natürlich persönlich so trifft, weil ich habe ich hab mir dann erst, also was heißt Gedanken gemacht? Ich bin halt, ähm, war, das, war das auf dem Weg zur Arbeit oder zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Und habe dann so im Auto drüber nachgedacht, weil ich diese News vor, davor noch gelesen hatte. Und dann habe ich mir also einfach die Gedanken schweifen lassen, wie man das so macht, wenn nebenbei das Radio im Auto läuft. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Und ohne diese Person hätte es One Million ja nie gegeben. Ja. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Ja. Also ne, nimm unsere Zeitachse, jetzt wird es alles ein bisschen hypothetisch, nimm mal unsere Zeitachse und streich diese Person oder dass diese Person One Million kreiert hat und dann gäbe es auch One Million nicht. Und dann mhm. würde... Aber dann... Ja gut, cool, ich weiß schon, worauf du hinaus willst, aber... Dafür gäbe es vielleicht ein anderes Parfüm, was noch viel krasser wäre. Das, Oder ja. vielleicht gäbe es da eine andere Erfindung, die die Menschheit viel weiter vorangebracht hätte. Ja. Du meintest, wir hätten irgendeine Krankheit heilen können, statt One Million rauszubringen? Ja, weil One Million hat eine Krankheit erschaffen. <laughs> Für dich auf jeden Fall. <laughs> Und ja. Darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Ich habe mir dann so gedacht, so ohne, ohne One Million hätte ich. Eine Sache weniger, mit der ich Julian terrorisieren könnte, wenn ich ihn besuchen fahre. Und, und das, das wäre so schlimm für mich gewesen. Ja, aber es, es gibt noch viel, also es gibt echt noch viele Sachen, mit denen du dich, <laughs> mit mich ich dann dich terrorisieren. auf die Palme bringen kann. Zum ja. Beispiel Pizza essen mit dir. <laughs> Alter, das mit der, mit der Gabel auf dem Teller quietschen, gell? Ich finde es so erstaunlich, dass die das Leute, ist, ja. Ja, Ey, das ist, ich sag's jetzt mal <laughs> öffentlich nochmal. Es ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Wenn, wenn jemand das wirklich einfach so äh, aus Scheiß macht, um mich zu ärgern oder so, Schaum aufs Maul. <laughs> ganz eiskalt, dann ey, dann werde ich richtig böse, gell? Krass. Ja, und das äh, meine ich jetzt ganz ernst. Das tut, es tut mir einfach weh. Ja. Aber schlimm weh. Das tut mir so, das tut mir mehr weh, als man mir. Aufs Auge hauen würde, zum Beispiel. Das Auge, das, das tut er noch vielleicht, weiß ich nicht, eine Woche weh oder sowas. Ja, ja. Aber ähm, das, dieses Quietschen, ich habe immer so Momente dann, wenn ich mich selbst geißeln möchte, warum auch immer, und ich rufe mir das dann wieder ins Gedächtnis, diesen Moment, wo das ge gequietscht hat, und dann, ah, das ist so ekelhaft, das ist so unangenehm, es tut so weh. Mhm. Also, keine Ahnung, ob du das vielleicht auch hast. Aber äh, ich habe das und jeder Mensch hat so seine Eigenheiten. Gell? Don't judge me, nochmal. Ja, also ich judge dich auf jeden Fall und mm. äh, ich finde es gut, dass es irgendetwas gibt, äh, womit ich dich auf die Palme bringen kann. Ja, außer natürlich deiner Präsenz. Ich habe ja. <laughs> hab auch gerade nicht die ganze Zeit gegrinst. Aber äh, One Million ist halt auch so ein Parfüm, das auch wirklich bahnbrechend ist so viele Leute beeinflusst hat. Also, es gibt kein Mainstream Parfüm meiner Meinung nach, das so oft getragen wurde, gekauft wurde, von allen Leuten irgendwie gekannt wurde, die auch nicht in diesem in dieser Parfümwelt, in der wir uns befinden, drinnen sind, weißt du? Also, weil wir alle, die das jetzt hier hören, wir haben irgendwie was mit Parfüm zu tun. Wir interessieren uns für diese Welt, wir tauchen in diese Welt ein. Und deswegen gibt es dann auch unter uns süchtige Freaks Nerds, Leute, die sich richtig damit beschäftigen, auch Professionelle zum Beispiel. Ähm, und selbst außerhalb dieser Bubble, dieser Parfümwelt-Bubble, selbst da ist One Million jedem ein Begriff gewesen. Also wenn du zum Beispiel dann mit Arbeitskollegen irgendwie geredet hast und so One Million, die wussten sofort, dass es ein Parfüm. Es ist nie, nicht nur ein Parfüm, es ist das Parfüm, weißt du. Und er hat dieses Parfüm geschaffen oder hat dazu beigetragen, dass dieses Parfüm geschaffen werden konnte. Und das ist so krass, weil er ist ja eigentlich Modeschöpfer gewesen, Paco Rabanne, aber kein anderer Modeschöpfer oder kein anderer Designer meiner Meinung nach hat es geschafft, so einen epischen Duft auf den Markt zu werfen, so richtig zu schmeißen wie er. Und das ist halt schon beeindruckend. Was ist mit Chanel Nummer 5? Ist eine gute Frage, weil Chanel ist ja eigentlich richtig big. Aber meiner Meinung nach ist Chanel immer eher was für die Damen gewesen. Also man könnte vielleicht sagen, das, was Chanel für die Damen gewesen ist, ist Paco Rabans One Million für die Herren gewesen. Also ich glaube, Chanel Nummer 5 war eher so, wie soll ich sagen, das war ja nicht diese Generation Handy und Fernseher und so, wo das so groß wurde. Mhm. Das war eher immer so ein Mythos irgendwie. Es war eher ein Mythos und das One Million war eher so ein Hype-Produkt, wie jetzt ein iPhone, sage mhm. ich mal. Mhm. Also es war halt so plötzlich da und plötzlich hat es jeder gehabt. So richtig, die Kurve ging extrem steil nach oben einfach. Und dann ist es da auch ein bisschen geblieben, dann ist es aber auch relativ schnell doch wieder abgeschwacht eigentlich, gell? Da, Das also war ja. ja, war ja auch eigentlich, wann waren die Zeit für One Million? Das war. 2009 kann das sein? Oder 10 oder irgendwie sowas? Oder noch früher, ich weiß es gar nicht. Aber da war ja das in aller Munde, gell? Da war ja, wie du ja sagst, die ähm, Leute, die mit Parfüm gar nichts zu tun haben, mhm. die haben es sich trotzdem gekauft, einfach weil es jeder hatte. Und wenn jeder sagt, es ist gut, dann muss es auch gekauft werden. Mhm. So in der Art. Ja, du hast recht, rausgekam, rausgekommen war es 2008 und es hatte dann wirklich so direkt danach in die Jahre einen großen Hype. Aber jetzt kommt der Punkt, ich glaube, dann ist es, wie du sagtest, ein bisschen abgeflacht, aber zum Beispiel äh, 2018, 19, 20 habe ich persönlich mitbekommen, dass es wieder einen übertriebenen Hype gewonnen hatte. Ja. Gerade dann zum Beispiel auch als sie dann One Million Lucky und One Million äh, Privé rausgebracht haben. In diese Zeit habe ich halt mitbekommen. Da habe ich One Million das erste Mal so richtig präsent gespürt. Auch zum Beispiel im Karstadt hast du das überall gesehen und im Kaufland. Und äh, wie gesagt, jede Arbeitskollegin und jede Arbeitskollegin kannte das und das war halt echt ein großer Name, One Million und auch so das Parfüm, ne? Also ja, ja. das ist das Interessante, weil du sagtest so, das hat schnell wieder an Popularität verloren. Ich glaube innerhalb der Parfümbubble ja, aber außerhalb der Parfümbubble ist das so ein bisschen das Nonplusultra gewesen. So wie wenn du sagst, reich mir mal ein Tempo. Tempo Taschentücher sind die Tempo Taschentücher, <laughs> also die Taschentücher auf dem Markt. Und so ist One Million das Herrenparfüm zum in die Disco gehen, zum Ausgehen, zum unterwegs sein, das du trägst. Weißt du, es ist das Parfüm. Ja, zum Glück ist äh, One Million kein Gattungsbegriff, so wie Tempo. <lacht> also <lacht> jedes Parfüm heißt einfach One Million, das wäre das wär übel. <laughs> das wäre, das fände sogar ich schrecklich. Ja, Und ich mag ja. den Duft, ja. Ja, also hier ganz ehrlich, mögen, was heißt mögen? Also, objektiv kann ich sagen, dass er ja gut riecht, gell? Mhm. Aber subjektiv ist es halt einfach äh, dieses. Es gibt einfach mehr da draußen als Justin Bieber. Leute. Um mal bei der Musikanalogie wieder zu bleiben. Ja, das stimmt. Und. Ja. Achso, übrigens. Justin Bieber, Lied habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, wie, was der da macht. Also, nett, dass jemand denkt, dass ich es objektiv gut finde. <laughs> also, ich muss sagen, ich habe ich hab so zwei, drei Songs von dem schon gehört. Ja. Gerade, ich glaube, wie hieß der Titel? Äh, wie, hieß, äh, wie hieß. Baby? Nee, Stay. Mit hier Leroy the Kid oder wie die heißen. Da hat Justin Bieber doch zusammen einen Track mit dem gemacht. Und das war eigentlich ganz geil, das Lied, muss ich sagen. Das lief auf TikTok rauf und runter. Also, ich selber habe kein TikTok, aber wenn du halt mit Menschen zusammenarbeitest, äh, dann siehst ah, du, ja. wie die deine Pausenraum mhm. permanent TikTok durchlaufen lassen und dann hörst du permanent diesen Track. Und irgendwann habe ich den dann bei YouTube mal gefunden und dachte mir so: Ah, das ist dieser, dieser eine geile Song, den es bei TikTok gibt. Und ja. Ey, äh? zu TikTok muss ich auch noch was erzählen, gell? Erzählen. Das hat aber null mit Parfüm zu tun. Ja, pass auf, dann lass mich das noch <laughs> eben abschließen. Ja, Meiner ja. Meinung nach auch noch, warum One Million so berühmt geworden ist, war das Flakon-Design. Und jetzt ein kleiner Fun-Fact: Das wurde kreiert von Noé Duchaffon Laurence. Ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine gute Frage. Meine Frage: und, In der heutigen ja. Zeit, wo wir ja nicht mehr sagen dürfen, ob es eine Mann, eine Frau oder geschlechtlos ist, muss man dann überhaupt noch sagen, was es ist, oder kann man das nicht gleich weglassen? Also, ich gehe davon aus, es ist ein Mensch gewesen. Punkt. <laughs> Kein Koala. Genau. Der, der Koala, der sich jetzt weiterentwickelt hatte. <laughs> Kein Koala. <laughs> so, und ich glaube, das Flakondesign ist auch nochmal ganz, ganz entscheidend gewesen, ne? dafür. Dass gerade junge Männer hier dieser Goldbarren ja, und fühlen sich fame und schießen mich tot, klar. dass sie das gekauft haben. Also marketingtechnisch ist meiner Meinung nach One Million wirklich ähm, das ist ein Meisterwerk gewesen. Ist es heute noch. Ich habe immer noch diesen 10ml zerstäuber in Gold, den du nirgendwo findest. Und ich glaube, den ähm, lasse ich mir sogar mit ins Grab geben. Ich glaube, ja, gut, es ist halt wirklich ein Statussymbol für einen kleinen Preis, gell? Ja, ja ey, perfekt, perfekt zusammengefasst. Und damit schließen wir dieses Thema jetzt. Hohen Frieden, Pakuraban. Ja, auch von mir. Alles Gute auf deiner Reise äh, gen Himmel genau. und äh, UFOs und so. <lacht> mögest <lacht> du den UFOs und Chuck Norris und ähm, ja, ja. dem Himmel dann 2 äh, Millionen kreieren? Ja, was. Weißt du noch, was das mit den Ufos war? Was war denn das nochmal für eine Frage? Oder Antwort. Weißt das, du das gerade noch? Nee, nee, ich weiß nur, dass es in einer verruchten und verrochenen Folge vorkam. Ja, ja. Und ich kam nicht drauf, es war schwer. Das weiß ich noch, es war eine schwere, ja, ja, sehr schwere Frage. Ja. Gut, ja. erzähl, du wolltest uns etwas sagen. Ja, also hast du, hast du noch was, irgendwas mit Parfüm? Nee, tatsächlich, tatsächlich bin ich jetzt durch. Ähm, ja. Jo. Gut, dann äh, könnt ihr alle, die jetzt nicht mehr über Parfüm äh, hören wollt, noch dabei sein? Alter, meine Satzkonstruktion ist heute echt geil. Ja, und vor allem marketingtechnisch sollte man dich nicht einstellen, was er ja jetzt äh, ja. schön schön alle dazu bringen <lacht> abzuschalten. <lacht> ihr könnt jetzt alle gehen. Ich gehe jetzt auch. Also, ihr könnt gehen und ich äh, erzähle euch noch ein bisschen was über TikTok, was ich so gehört habe, was äh, <laughs> ziemlich spannend ist, aber auch, äh, sag ich mal, weiß nicht, vielleicht. Bisschen creepy, ne? ähm, aber sonst alle, die jetzt abschalten, wünsche ich einen, einen schönen Tag, schönes Wochenende und äh, schöne Woche. Und gleichfalls, André, danke. Von mir auch, bis dann, tschüss, ja. tschüss. So, also, André, ich habe da was gehört über TikTok. Ah, ja, ich höre, und zwar weiß nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Ich konnte es noch nicht verifizieren, aber TikTok soll Menschen dumm machen. <laughs> es, ist, es ist wirklich dafür gedacht, Leute dumm zu machen. Mhm. Ja, das ist ja auch die, diese ganzen Sachen, die du auch beim äh, Glücksspielautomaten hast, gell, so, so dieses Runterscrollen, dieses unendlich lange Runterscrollen. Mhm. Ja, gibt es ja da auch, gell. Gut, das gibt es auch bei, bei äh, hier Facebook, bei, bei Instagram, das ist ja eigentlich üblich mittlerweile, so aber ähm, zum Beispiel haben die auch so rausgefunden, also ist glaube ich auch nicht nur TikTok exklusiv, sondern auch bei Facebook mhm. und Instagram, dass man Sachen zeigt, die du gar nicht sehen möchtest, wo die schon wissen vom Algorithmus her, okay, ich zeige ihm jetzt was Geiles, was ihm gefallen wird, und dann zeige ich ihm zwei Sachen, was ihm nicht gefallen wird. Okay, ja, okay. Einfach, damit ein Glücksgefühl bei der nächsten Sache, die äh, dir gefallen wird, was die ja wissen noch größer wird, weißt du? Es macht irgendwie Sinn, ja. Ja, das ist auch schon ziemlich perfide. Gell? Und mhm. ähm, das Ding ist, was findest du auf TikTok für Videos? Ja, über was gibt's da? Musikvideos, ne? Ja, und Scheiße. Einfach nur Scheiße. Einfach <laughs> Leute, die, die äh, dumm rumtanzen, was totaler Nonsens ist. Und, keine Ahnung, die äh, Katzenvideos <laughs> posten und, und überhaupt irgendwelche kleinen Minisketche oder so, die total... Für hier dumme Leute ist. Gell? Mm -mm. So. Und das Ding ist, TikTok kommt aus China. Weißt du ja, gell? Sie. Und weißt du, was die Chinesen ihren Leuten vorsetzen mit TikTok-Videos? Erzähl. Die zeigen denen da Videos, wie Raketen gebaut werden, wie Biologie funktioniert, wie das mit der Tierwelt funktioniert. So Sachen. Die zeigen denen wirklich wissenschaftliche Themen. Okay. Und was zeigen die uns oder was, was sehen wir? Wie Leute rumtanzen und, und irgendeinen Unsinn machen. Okay, das ist spannend. Aber gibt es nicht auch bei uns bestimmt ganz viele TikToker, die sich mit Wissen und ja klar ähm, klar, klar. beschäftigen? Klar, das gibt's auch klar. Aber ähm, ich, ich würde mal, würd mal sagen, der der große Teil ist wirklich dieser Unsinnskontent. Mhm. Würdest du da bestimmt auch mitgehen, oder? Mit ja, ja. These. also ich muss sagen, da, deswegen habe ich TikTok auch nicht, habe es nie gehabt, möchte es auch nicht haben. Ich sehe es aber ja. bei anderen. und äh, Also ich, ich kann dem aber zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, wenn du länger an TikTok dran sitzt, dann, ohne es böse zu meinen, an die Personen, die ich dabei dann früher mal beobachten musste, aber du hast wirklich das Gefühl, die verblöden in dem Moment. Ja, ja. ja. Und ey, ich merke das ja auch, gell, wenn ich so irgendwie das, ich habe jetzt, ich habe eine Woche am Fließband mal gestanden. Arbeitstechnisch. Ja. Ich habe gemerkt, wie mein Gehirn degeneriert in der Zeit, ohne Scheiße. Ich habe es richtig gemerkt und das hat mir Angst gemacht, wirklich. Da habe ich so gedacht: Ach du Scheiße, das, ich merke es ja richtig, wie ja. ich einfach aufhöre, wirklich Gedanken zu fassen oder mhm. so währenddessen. Und kann ich mir vorstellen, dass das bei TikTok halt auch so ist und es, es ergibt ja irgendwie auch Sinn, oder? So, wenn man das gesamtpolitisch betrachtet. Oder betrachten ja, möchte. Da stimme Weil ich dir zu. Äh, China ja auch so wirklich Ambitionen hat, die neue Weltmacht zu werden, beziehungsweise ist sie ja das vielleicht schon, keine Ahnung. Und wenn die dann ihren Leuten so, so Wissenschaftssachen zeigen, wo die auch wirklich dann Mehrwert von haben und wir hier im, im, sag ich mal, im Westen einfach verdummen, gell? naja, den Rest kann man sich ja selbst ausmalen. Und das finde ich spannend, ob das auch wirklich so, so ist oder ob es wirklich nur so eine, so eine blöde Verschwörungstheorie ist. Ja, also es könnte halt sein, dass diese Verschwörungstheorie zutrifft, dass sie aber auch gar nicht so schwerwiegend ist, weil es halt noch einen viel wichtigeren Grund gibt, warum TikTok erfunden wurde, nämlich einfach um ebenfalls ein eigenes YouTube-Instagram zu haben, weißt du? Und, und, und TikTok wurde dann halt das neue große Medium, das alle jetzt benutzen, gerade die Jüngeren und äh, die Jugend ja. an sich. Ja, ja, Doch klar, ich, das, ja. das kann man ja auch nicht äh, predikten, sag ich mal, dass Eben. das so, so durch die Decke geht. Ja. Also, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nicht der alleinige Grund gewesen, warum TikTok erfunden wurde, aber vielleicht sogar einer der Hauptgründe. Neben der Tatsache, dass du auch mit dem Besitz eines solchen Mediums halt Macht besitzt. Macht, die über äh, Geld und äh, allem anderen hinausgeht. Mhm. Und das ist ja, glaube ich, äh, gerade das Gefährliche und auch das ähm, Reizvolle an so einem Medium, wenn du es besitzt und auch beeinflussen kannst. Ja, ja, ja. Und. Wie gesagt, also ist schon erschreckend, wenn das wirklich auch so, so stimmen würde, wenn das hm. so in diese Richtung geht, weil äh, den ersten Teil, also die ersten 50 Prozent, würde ich sagen, sind schon verifiziert. Und zwar, dass wir einfach nur dumme Scheiße da zu sehen kriegen. Ja. Oder zum, wie gesagt, zum großen Teil. Jetzt hast du vorhin dieses schöne Beispiel mit dem Fließband gebracht. Hm. Ich weiß nicht, wer es war. War es Einstein? der ebenfalls in seiner Jugend äh, am Fließband stand oder irgendjemand, glaube ich, aus unserer heutigen Zeit, ähm, der das genutzt hat, um nebenbei abzuschalten. Also der hat quasi, glaube ich, studiert oder irgendwas gemacht und muss aber nebenbei das bisschen finanzieren und hat dann irgendwie zwei, drei Abende am Fließband gestanden und hat dann da so ein bisschen gearbeitet. Und hier kommt der Punkt, wenn du natürlich irgendetwas... Geistig sehr intensives Arbeitest oder auch studierst oder so. Und du hast dann irgendeinen Job, bei dem du mal abschalten kannst und bei dem das immer wieder Wiederholen von bestimmten Mustern dazu führt, dass du dann plötzlich so einen leeren Raum im Kopf bekommst, mit dem du dann die Sachen, die du studierst oder mit denen du dich geistig auseinandersetzt, aus einem anderen Blickwinkel betrachtest, dann ist das sogar ein Kickstarter. Für bestimmte Gedanken, für bestimmte ähm, Gedankenprozesse, die du plötzlich denkst. Mit anderen Worten, ich glaube, wenn du das wirklich Woche für Woche für Woche machst und du hast nichts anderes, dann macht es dich wirklich dumm. Aber wenn du irgendetwas anderes machst oder denkst und tust und das dann als Ausgleich hast, um mal wirklich den Kopf abzuschalten und nur eintönig paar Stunden am Stück ein und dasselbe zu tun, dann kann das vielleicht sogar so ein Kickstart für ähm, brillante Ideen sein. Ja ja das klar ist auch wie immer gell, die Dosis macht das Gift ja. sozusagen also ich könnte mir jetzt auch irgendwie weiß ich nicht eine Stunde TikTok reinziehen und wird danach trotzdem noch halt so meinen Scheiß machen also ja wobei äh, ja bisschen denken und so vielleicht mhm. und ähm, übrigens das das war Franz Kafka den du glaube ich meintest ah. der hatte der hatte äh, Ganz normal, ich glaube, war es ein Postamt oder sowas. Da hat er gearbeitet und hat das wirklich nur gemacht, um Kohle zu verdienen, damit er abends halt seine Bücher dann schreiben kann. Ah, siehst du. Ja, ja. Aber gut, das haben wahrscheinlich viele gemacht. Ja, ja. Aber bei dem weiß ich es jetzt auch so relativ konkret, ja, dass ja. das so war. Genau. Ja, Franz Kafka hatten wir übrigens auch in einem unserer anderen Podcasts oder unserem anderen Podcast, aber in einer Folge, nämlich der Folge 10 bei Goethe und Dosenbier. Da haben wir uns äh, ominöse Biografien, unter anderem die von Franz Kafka mal vorgenommen. War das auch der H.P. Lovecraft? Das war auch der H.P. Lovecraft, genau. Ja, ja. Richtig. <laughs> ja, so, so wie das hier jetzt gel gelaufen ist, so reden wir auch ein bisschen bei Goethe und Dosenbier. Genau, nur über Themen, die nicht mit Puffer zu tun haben. Ja. Ja, aber nee, du hast ja eben halt so TikTok erwähnt, das hat mich hart getriggert, da musste ich dir das ganz schnell erzählen. <laughs> Finde ich aber gut. Nee, aber fand ich wirklich spannend, weil das könnte wirklich stimmen. Also, halte ich für könnte, gar nicht so ja, abwegig, klar. ja. Ja, also es, natürlich ist das, kann ich mir vorstellen, dass äh, irgendwie die Leute in China da, die Entwickler, nicht gesagt haben: Boah, das machen wir jetzt, dann werden wir A, so groß wie die YouTuber dann noch größer, und B, zeigen wir denen dann nur den Schwachsinns-Content <laughs> und unseren Leuten nur den geilen Scheiß. Also glaube ich nett. Da ist ja wahrscheinlich viel auch von der Regierung und so drin. Keine Ahnung, die, die sind da ja auch so halb diktatorisch unterwegs oder ja, was, ja, habe ich ja. gehört. Keine Ahnung, ich will ja jetzt keine Gerüchte streuen, aber ja, ist halt spannend, was da so möglich ist und was da so geht. Ne? Mhm. Ja. Nö, aber ist doch schön, André, dass du jetzt auch aufgeklärt bist über TikTok. Oh ja. Vielleicht, vielleicht doch nicht. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde, was TikTok angeht. Ja, du würdest den Scheiß auch endlich mal deinstallieren, gell? <laughs> ich kann nicht, ich bin süchtig. Nach Koala-Videos. Ja. Na, <Quara> <laughs> Wie die vom Baum fallen, ganz stumpf. <laughs> das ist aber wirklich witzig. <laughs> ja, es ist auch. Ah. <laughs> naja, gut, wir sind aber auch dämlich, gell? Deswegen hm, finden wir sowas lustig. Ja. Okay, dann würde ich jetzt sagen, André, war das wirklich für diese Folge? Und äh, dir wünsche ich dann trotzdem auch noch ein äh, alles Friedvolle für den Tag. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. Ja, danke ebenso. Tschüss äh, und äh, macht's gut. Auch äh, beste Grüße aus Buxtehude Keppelbach. Mal wieder. Also ich wünsche dir das nicht, deswegen musst du dich nicht bedanken. Äh, aber allen anderen wünsche ich trotzdem einen wundervollen Tag, Abend, Morgen und gute Nacht. Ja, gute Nacht, André und mir auch. Tschüss. 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 Tschüss.